Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Visage. Entschuldigung. So, letzte Folge haben wir uns das Babyphone geschnappt. Wir haben das Uhrenrätsel und das Tellerrätsel gelöst. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja, ich habe nur noch eine Pille, ein bisschen Licht. Nimm das mal so. Naja, und ich weiß halt nicht, ob die Geister oder der Geist, der hier rum kleucht und feucht, mich auch anfassen kann, ja? Bis jetzt macht er mir ja nur Angst. Aber ich glaube, kann mir auch wehtun. So, warte mal, bin ich jetzt ganz. Warte mal, da hinten geht's doch in die zweite Etage. Oder in die erste Etage. Gab's da noch Pillen? Unbedingt Pillen. Hört sich aber an, ey. Ich brauche diese Pillen. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwo Pillen zurückgelassen. Hier ist ja auch ein Spiegel. Okay, müssen wir uns merken. Keine Pillen mehr, sind die letzten. Hör auf. Das war's. Sehr ekelhaftes Geräusch. Mann! So, Babystation. Ja. Was mache ich jetzt damit? Bitte was? Ist gut. Mach aus. Das ist ein Code. Ein Code. Wo muss ich denn ab? Muss ich schon irgendwo einen Code eingeben? Ich glaube nicht. Ich habe keine Tipps mehr. Alles verschlossen hier. Na klar, ist hier dunkel. Natürlich.
schnell rein. Ich habe nämlich keine Pille mehr. Jetzt los. Eine Audiokassette. Was? Du spinnst ja wohl. Gut. Nicht weinen. Nicht weinen. Ja, bin ich jetzt gefangen? Nee. Okay, hier geht's also nicht weiter. Ich möchte vermerken, ich habe dieses Kind nicht zum Weinen gebracht. Das war jemand anders. Sind die voll? Geh doch mal runter. Nee, ist leer. Steht schon wieder irgendwo. Wie jetzt? Welche haben wir jetzt gehört schon mal? Ich höre mir nochmal beide an. Erst die. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. Das kennen wir schon. Ich habe diesen Code, aber wo wende ich den an? Dolores' symptoms are aggravating. Nein. Like a nightmare.
Tja, wieso kann ich die Kassetten da reintun? Aber Leute, ich habe jetzt ein Problem. Die Lache von Dolores verschwindet nicht. Das heißt, sie ist irgendwo in der Nähe. Die wartet genau hinter dieser Tür. Und ich habe keine Pille. Ich habe keine Pille. Dieses Spiel, ey. Dieses Spiel, wieso habe ich das angefangen? Da war sie. Elsa. Ja, Mensch. Wo tun wir diesen Code gebrauchen? Oder wo brauchen wir diesen Code? Steht einer hinter mir, aber jedes Mal. Ey, da ist ein Spiegel. Waren wir da schon drin? Nee. Wow. Was ist das? Aufheben? Ein Infusionsbeutel. Geil. Wir müssen runter zum ehemaligen Bilderrätsel. Interagieren. Eines der Messer scheint zu fehlen. Alter, muss ich dir jetzt ein Messer reinrammen oder was? Ist das der Mann? Nee, der hat sich erschossen, oder? Nee. Hä? Wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ein altes Radio. Da können wir interagieren. Okay, machen wir jetzt auch. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie der Schlüssel passt. Na, sauber. Den Schlüssel wird er bestimmt in der Hand haben, wenn ich sein Messer finde und ihm das wieder reinstecke, höflicherweise, wird er mir wohl den Schlüssel geben. Okay. Aber wo war jetzt dieses Bilderrätsel? Irgendwo unten im Keller, ne? Irgendwo im Keller. Das bestehende Problem ist immer noch, ich habe keine Pille mehr. Also weiß ich nicht, was passiert, wenn... Naja, ihr wisst schon, wenn mein Da. Geht schon wieder los.
war das? Im Keller. War das im Keller? Das Problem ist, um das mal kurz zu analysieren, durch die Angst, die euch das Spiel macht, ja, hat man, denke ich mal, auch echt Probleme, logisch zu denken oder auch mal nachzudenken. Also so geht's mir gerade. Wenn ich jetzt wüsste, naja, ich muss auf jeden Fall, ach klar, weiß ich, wo der Keller ist. Warte mal. Jetzt aber schnell, ja. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Na, geht ja gar nicht. Warum ist hier überall das Licht aus? Bitte ändern. Na sauber. Mein Telefon. War das hier? Ja, wir sind richtig. Juhu, ich bringe dir deinen Infusionsbeutel. Hallo. Okay. Mobile Sonne. Mehr ist hier nicht. Mobile Sonne. Warte mal. Oben im Schlafzimmer, wo das Kinderbett war, da konnte man noch Sachen anhängen, oder? Gehen wir da mal hoch, wenn wir da hochkommen. Dolores, wenn du mich hörst, ich bin auf deiner Seite, ja? Also ich versuche hier gerade wirklich, wer redet da? Nicht gleich rein. Oh, guck doch erstmal. Hey. Was ist hier los? Hör mal zu hier. Cold blood. Not only that, but I heard that she plunged seven knives in his chest and that he
Alter, das waren zu viele Pillen. Das waren eindeutig zu viele Pillen. Ich habe jetzt gehofft, dass die TK-Truhe mir jetzt auch noch verrät, wo das siebte Messer ist. Aber das war wohl nichts. Ich möchte echt wissen, warum die Türen hier zu sind. So zugekettet. Das will nicht in meinen Kopf. Ist hier irgendwo ein Küchenmesser? Oder Messerblock irgendwo? Was? Was? Oh nein! Leute! Es wird schon wieder rot. Das muss aus. Das muss unbedingt aus. Ach, ich lasse dann. So als. Okay, boah. So, schon wieder abgelenkt worden. Wo wollten wir jetzt hin? Oh, oben ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer. Sind wir nicht falsch? Nein. Oh, abartig. Ey, die ist diesmal nicht abgehauen. Ich glaube, die kam mir hinterher. Oh, ist das... Nee. Richtig räudig. Richtig räudig. Okay. Und nun? Vier Teile fehlen noch. Dieses Spiel schafft mich definitiv, aber so kurz überlegen. Was kann ich mit einem Haken? Ich brauche noch ein Werkzeug, um oben das Fenster zu öffnen. Nein. Um oben das Fenster zu öffnen. Dann brauche ich irgendwas, um den Safe da zu knacken im Arbeitszimmer. Dann brauche ich die Tür oder irgendwas. Dann gab es noch zwei Schatullen. Eine mit einem Musikzeichen, eine mit dem Quake-Zeichen, die ich nicht aufkriege. Dann... Ja, der Code. Brauche ich irgendwie eine Tür oder eine Kiste oder sonst was, wo ich einen Code eingeben kann. Den Code habe ich ja. Aber... Ich speichere mal kurz. Ich kann gerade nicht speichern. Ernsthaft? Das ist doch voll geskriptet jetzt, oder was? Das ist freudig. Ich sehe dich, Dolores. Oh. Dein Kopf bewegt sich ganz komisch. Warum verschwindest du jetzt nicht? Siehst du nicht meinen verdammt großen Hammer in meiner Hand? Oh, Leute. Mach ich ihn jetzt? Ich
habe nichts, ich habe kein Licht, ich habe keine Drogen, ich habe nichts. Mein Verstand nimmt rapide ab. Das Spiel ist der Meinung, ich werde doof. Kann ich jetzt speichern? Jetzt kann ich speichern. Okay. 13% erst. Ich lach mir einen Ast. Gut, Leute, ich gehe mich jetzt erstmal rehabilitieren. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge. Oh, ich hab ganz nasse Hände, ey. Und dann schauen wir mal, wo wir, tja, noch irgendwas machen können. Also bis dann, ciao.